Stell dir vor, du bist in einer Überlebenssituation und hast nur verseuchtes Wasser zur Verfügung. Aber weil irgendein Schweindl eine BD-Flasche weggeworfen hat, hast du zumindest die. Aber meine Frage ist, kann man damit auch Wasser abkochen? Du sorgst dafür, dass du eine schöne Plattform hast. Dass du die Flasche gut hinstellen kannst, dass sie nicht umfällt. Und dann? Halleluja! Na, trau mich nicht. Halleluja, 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 Halleluja. Wird sie schmelzen? Nein, sie wird natürlich nicht schmelzen. Und zwar warum? Wasser kann, bis es seinen Aggregatzustand ändert, 100 Grad werden. Dann wird es gasförmig. Und die Flasche ist so dünn, dass sie die Energie aufnimmt und dadurch die Oberfläche kühlt. Und daher fängt das nicht zu schmelzen an. Natürlich ist das auf Dauer nicht gesund. Das ist keine Technik, wo ich sage, ich mache ab jetzt meinen Tee damit. Ich möchte Geld sparen. Wer braucht Töpfe? Wir haben BD-Flaschen. Nein, natürlich nicht. Aber wenn es den Unterschied macht zwischen Spritzgack kriegen, Durchfall kriegen oder eben ein paar unangenehme Chemikalien, die auf Dauer sehr ungesund sind, aufzunehmen, es ist deine Entscheidung. Ich mische mich da nicht ein. Die Frage ist jetzt, wie kriege ich das kochende Wasserflaschenteil dann überhaupt raus, selbst mit Handschuhen? Puh. Flasche kann man natürlich dann nach nur ein paar Mal benutzen, aber irgendwann ist sie natürlich durchgebrannt. Und selbstverständlich ist das nur eine Notfalltechnik. Jetzt haben wir das Wasser da drin abgekocht, es ist immer noch warm. Diese BD-Flasche kann man jetzt einige Male, sie hat sich ja komplett zusammengeschrumpft, ne? Kann man auch einige Male einsetzen. Du kannst sie auch nicht mehr wirklich benutzen zum Zuschrauben, also die hat sich einfach verformt, das ist ganz klar. Und dieses Wasser da drin ist natürlich jetzt noch immer warm und das schmeckt nach gar nichts. Wirklich, es schmeckt nach gar nichts. Also es schmeckt nicht chemisch, wirklich nicht. Ja? Es ist so, dass es etwas verraucht schmeckt, logischerweise, weil es im Feuer war. Und es muss auch ein bisschen Asche reingekommen sein, weil es ist irgendwie so, ja, ich möchte niemanden auffordern, das auch zu tun. Bitte mach das nicht. Das ist eine Notfalltechnik, die du benutzen kannst dann und eben nur dann, wenn es wirklich notwendig ist. Wenn ich in einer Notsituation bin und sage, ich habe hier Wasser, wo ich genau weiß, weil es aus einem Teich ist, nicht aus einem Bergsee, so wie hier im Buschkraftareal auf waldurlaub.at oder aus einem Bergbach, sondern aus einer Kloake, wo ich davon ausgehen muss, dass hier biologische Gefahren drin sind. Und ich sage, ich trinke da raus, dann könnte ich Durchfall kriegen. Durchfall dehydriert mich noch schneller, ich bin nicht mehr handlungsfähig. Und dann sage ich, okay, ich mache das jetzt, um durchzuhalten, um zu überdauern, um dann gerettet zu werden oder handlungsfähig zu bleiben, dass ich mich selber retten kann. Das sind natürlich alles nur Beispiele, die sehr weit von der Realität, von deiner Lebensrealität und auch von meiner Lebensrealität im Moment entfernt sind. Aber Dinge können sich ändern und auch Situationen können entstehen, an die man heute eigentlich im Alltag nicht denkt, ne? Und umso mehr du weißt und umso mehr du kannst, umso mehr Handlungsoptionen hast du. Und genau darum geht es bei dieser Technik, nicht darum, jetzt permanent aus der Flasche zu saufen. Wenn du das taugt, lass ein Abo da. Natürlich, vielleicht magst du auch bei meiner Survival-Coach-Ausbildung dabei sein. Immer im März startet das, schau mal da vorbei. Oder Feuerstahl oder sonst irgendwas kaufen. Oder Rettungsdecken, ja, kann man ja auch damit abkochen. Oder ein Messer oder so. Und danke, dass du dabei bist. Ja. Ich sag nur, sauberes Wasser ist nicht sicheres Wasser. Nur gekochtes Wasser ist sicheres Wasser.